Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Dieses Mal sind wir endlich im Steinbruch angekommen. Und wir müssen jetzt dieses fette Ding hier sprengen. Das werden wir natürlich gleich machen. Aber ich will zuerst die Kiste holen, die da oben ist. Da ist sie. Genau. Das werden wir zuerst machen. Und dann. Was? Und dann werden wir das Ganze dann in die Luft sprengen. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht oder was dann auf uns zukommt. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit. Nee, das passt. Gut. Puh, das war knapp. Und das war zu weit. Nein. Fuck. Oh, come on. Oh. So. Ja. Da sind wir wieder. Und, wie, jetzt kommen die Leute, die Dinger wieder. Naja, gut. Da sind wir ein bisschen zu weit geflogen. Uiuiui. Weil das Coole wäre, ich hätte einfach mit dem Dashen, hätte ich wirklich mich in Sicherheit bringen können. Also wäre nicht gestorben. Aber ey, bitte springen! Willst du mich verarschen? Oh. Jetzt kommt der Dude halt wieder, ne? Nein, das ist doch jetzt sowas von blöd. Vor allen Dingen jetzt bin ich zu aufgeregt und mache nur noch Schmarrn. Das habe ich nicht erwartet. Ja, wirklich nicht, ich schon. Gut, aber hier ist jetzt, das ist immer noch offen, das ist gut. Ich würde wetten, dass die jetzt alle wiederkommen. Aber okay, ich habe sie einmal besiegt, ich werde sie nochmal besiegen. So. Da hinten war es, oder? Ich könnte auch von hier versuchen. Ich hasse solche Dinger, wo man runterfallen kann. Oh, ich hasse es. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin hier oben, aber ja, warum? Ähm.
Ja. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Also unter mir ist nichts. Okay, jetzt stehe ich auf dem Leuchter. Okay, jetzt stehe ich hier. Okay. Ich traue dieser Ruhe ganz und gar nicht. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber ich traue ihr nicht. So. Ich glaube, ich bin einfach auf der falschen Seite. Warte, wie komme ich jetzt hoch? Okay, ich muss jetzt noch mal so hoch. Nein. Tobi. Ruhig. Ruhig, Blut. So. Genau, jetzt nehme ich nicht dahin, sondern da hoch und dann auf der anderen Seite. Genau. Da ist er nämlich. Wie gesagt, okay. Ich versuch's noch einmal. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann verspreche ich, dass ich mit der Bombe weitermache. So. Wie gesagt, also solche Jump-Dinger, da bin ich so schlecht drin. Und das tut mein Herz nicht gut. Hier hoch. Oder da hoch. Dann hier hoch. Nee, dahin. Komm. Dann hier hoch. Dann hier hoch. Und dann so. Genau. Ist der nächste? Da. So, oh Mann. Dann werde ich halt danach das Teil holen. Erstmal lese ich vor der Sprengung. Während meiner wöchentlichen Sicherheitsinspektion am Steinbrucher Grenzbereich fand ich die gesamte Mannschaft in einem Zustand der das ganze Team war in einer Linie und starrte in die gleiche Richtung. Die Stadt in der Ferne. Obwohl ich vermute, mit sehr lauter Stimme ihre Aufmerksamkeit zu vermute. Obwohl ich versuchte, mit sehr lauter Stimme ihre Aufmerksamkeit zu erregen, blieb sie mehr als minutenlang, bis ich schließlich buchstäblich bla 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 musste. Danach waren sie benommen und konnten keine Begründung für ihr Verhalten liefern, noch sich an etwas Bestimmtes erinnern. Meine offizielle Empfehlung für jede Mannschaft,
die in einem Grenzbereich Gebiet arbeiten, ist es entweder die Länge der Schicht zu verkürzen oder wöchentlich psychologische Pflichtevaluierungen durchzuführen. Oder vorzugsweise beides. Und vielleicht sollten wir eine weitere Expedition zur Stadt anweisen. Das könnte sogar dann wegen dem Röntgenapparat gewesen sein. Die starren dann ja auch alle oder haben alle drauf gestartet. Bäm. Sammeln das Schwarzsteinprisma. Ah, nur einen Pass. Und da ist es. Du hast mich hergeführt. Die HHV, die Prismen, sie sind dir wichtig. Ich muss dieses Prisma zum Marshall bringen, bevor es zu spät ist. HHV, dann Dylan. So, gut. Wieso sind die Kackdinger jetzt gekommen? Ich mag die nicht. Und ich will dahin. So schlimm. Das Problem ist, wenn wir jetzt runterfallen. Wieso können wir die nicht töten? Oh Mann, ich verliere echt. Ja. Okay. Also, wir werden es noch einmal probieren. Wow. Wow. Just wow. Das ist echt, das war sehr gut. So dumm. Wieso? Also, spring doch einfach mal. Das ist echt komisch, dass die, man darf mit ihr wirklich nicht zwei Tasten gleichzeitig drücken. Also wenn man jetzt Sprinten drückt und dann Leertaste, springt sie nicht. Sondern man muss so, also einmal für Sprinten und einmal für Hüpfen. Das ist, keine Ahnung, also an sich ist es ja easy, aber ich lasse halt einfach das Sprinten gedrückt. Oh Gott! Die ist abgeraut. Ich hasse es. So. Zum Glück kommt der nicht her. Ja. Wir sind wieder hier aufgetaucht. Und ganz ehrlich. Ich lasse es erstmal. Also ich lasse das das Ganze mal. Ich gehe einfach mal. Gut. Sprich mit Marshall. Zentrale Geschäftsleitung.
Wir hätten auch jetzt einfach schnell Speedway nehmen können, aber ja, das mache ich nicht, weil wir haben jetzt den fünften Key, also wir sind jetzt quasi auf der höchsten Stufe, glaube ich, und da können wir einiges noch öffnen, glaube ich. Hier ist der Schalter. Also. So. Hier sind wir da. Hoffentlich kommen hier jetzt nicht wieder die Leute. Aber ich wette schon. Na gut, voller Explosionen. Viel Spaß. Scheiße, ich gehe dann nicht runter. Ja, so geil ist das nicht. So. So, der Dreh ist eigentlich schon richtig cool. Aber der geht zu schnell vorbei. Also Dauerfeuer kann man nicht viel damit machen. So, hier wäre noch Aufzug. Wohin? Ah, Kontrollraum, Energie, bla, okay. Ah, ja, ich glaube, da war kein Ort mehr mit Level 5 oder so. Da haben wir, glaube ich, alles aufgemacht. Soweit ich mich erinnern kann. Oh, ich kann mich auch irren. Irre. Hier ist der Kontrollraum. Was war? Ne, da hinten sind wir auch schon rein. Okay. Da ist es auch schon grün. Nein, wir sind hier falsch. Warte mal. Nee, noch eine. Warte mal. Energiequellen. Ich fahre mal runter. Ich weiß gerade nicht. Energiequellen waren glaube ich, eine Ding zu weit unten. Ah, nee. Energiequellen war richtig. So. Nee, der war auch falsch. Gut, wir müssen. Also ich dachte, wir müssen hier hin, aber müssen wir wohl nicht. Wo müssen wir denn dann hin?
Schnellreise. Belüftung, Energie. Ah, die ist ganz zurückgegangen. Okay, ganz ehrlich, dann benutzen wir die Schnellreise und machen da mal alles nochmal auf und so weiter. So, da wären wir wieder. Ach, die haben jetzt einen Schreibtisch geholt. Na dann. Situationsbericht, alle Sektoren. Die Geschäftsleitung wird befestigt, wie befohlen. Die Wartung ist relativ stabil. Ein Sicherheitsbeamter namens Arish hat angeblich mehrere wichtige Orte gegen das Zischen verteidigt. Die Forschung wurde überrannt. Ein kleines Team hält derzeit das HRV-Labor. In der Isolation ist es... Nun, es ist dunkel. Seit dem Angriff hat niemand mehr was gehört. Hoffentlich sind keine Nachrichten, in dem Fall gute Nachrichten. Collins, gibt es Überlebende? Wir haben mehrere Schutzräume mit Überlebenden gefunden. Wir warten auf die HRV, bevor wir sie öffnen. Sobald wir sie sicher herausbringen können, führen wir die Überlebenden sofort hierher. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Okay. Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen, aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Ich habe ja versprochen, von Dylan zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Oh ja. Das ist es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein. Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Bist du jetzt bei ihm? Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon? Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dylan? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder. Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss nach etwas sehen. Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf. Und nicht vergessen, Dylan ist gefährlich. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Ich muss Dylan sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen. Okay. Ich wette, wir müssen... Denken Sie daran, das Zischen ist nicht die einzige Gefahr. Ich wette, wir müssen gegen ihn kämpfen. Also, auf jeden Fall haben... hat dieses Kreiselding, also wir quasi, irgendwie... Das hat uns ja auch vor dem Zischen bewahrt. Dass wir Darlings gesamte Dateneinträge vom letzten Monat zusammenstellen. Wir sollen Darlings persönliche Protokolle hacken?
Er wird uns dafür kreuzigen. Für wen hält sie sich, so etwas anzuordnen? Vielleicht, genau, und also das hat ihn sicher auch beschützt. Aber die Farben Sie an Prisma? Befallenen Organismen variieren extrem. Was haben Sie gemeinsam? Also es. Jesse, ist ja unten in der Forschung eine Dr. Rhea Underhill begegnet? Nein. Wer ist das? Sie war, ist eine Kollegin. Sie hat eine Art extradimensionalen Fungus studiert, der unter der Forschung wuchs. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Ich habe nichts mehr von Rhea gehört, seit das Zischen kam. Kannst du nach ihr sehen, wenn du das nächste Mal in der Forschung bist? Natürlich. Danke, Jesse. Und was hast du auf dem Herzen? Viel. Gut, was wir auf den Herzen haben, finden wir das nächste Mal heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.